Ja, hallo. Ihr wundert euch wahrscheinlich, warum wir jetzt hier sind. Und warum wir diese Geräusche hören. Ich weiß nicht mehr genau, wann abgebrochen ist. Auf jeden Fall ist meine Festplatte vollgelaufen. Fraps hat mich nicht informiert, dass er nicht mehr aufnimmt. Oben war die Framerate war gelb, also quasi nicht auf Aufnahme, und ich hab's erst gemerkt am Ende der 11. Folge. So, demnach haben wir hier so ein bisschen schon was getan, was ihr nicht gesehen habt, ne? Ich kann es ja mal versuchen zu erklären. Also wir sind tatsächlich losgegangen und haben uns auf die Suche nach Eisen gemacht, ne? Und oh, guckt mal, 31. Und wir sind noch weiter auf der Suche. Also wir haben eine Höhle gefunden. Nicht weit weg von unserem Häusle-Standort. Allerdings weiß ich auch nicht, ob wir wieder zurückkommen. Das ist so eine andere Frage. So, und jetzt möchte ich gerne hier weitergehen. Und ich habe aber das Gefühl, dass hier gleich irgendwelche Kreaturen auf uns warten. Aha. Nimm das. Oh, okay. Ich wusste es doch. Die verarschen uns hier. Strich und Faden. Plum. So, den müssen wir leider wegmachen. Denn, wie du siehst, verbirgt sich hinter dem ganzen Sand hier enorm viel geiler Shit. Boah. Boah. Das ist ja ein Traum. Ich meine, Sand können wir ja auch gebrauchen, deswegen mache ich da jetzt mal nicht so ein Terz draus. Zack, dahinter war noch was. Das holen wir uns jetzt auch noch. Na, und dahinter war auch noch was, habe ich gesehen. Gut. Da war nichts mehr. Hier können wir noch reinbuddeln. Oh, ist das ein Traum? Ein Traum ist das. So, habt ihr da gesehen, dass da noch was ist? Nee, ne? Ich habe jetzt auch keine Lust, irgendwie 20 Blöcke. Ach ne, so viel sind es nicht. Dingens wegzuheben, wenn dann doch gar nichts mehr ist, ne? Oh, man muss echt aufpassen. Ich weiß nicht, ob das Damage gibt, wenn man erdrückt wird quasi. Naja, auf jeden Fall haben wir hier Kohle. Das ist auch ein Traum. So wie alles ein Traum ist, ja. Ne? Ist immer nur Auslegungssache. Genau, also wir sind ein bisschen losgelaufen, haben nicht viel gemacht. Naja, eigentlich schon. Wir sind hier. Ja, von unserer Schlucht aus links weg quasi und haben uns verlaufen. Dann haben wir geschaut, dass wir wieder zurückkommen. Und auf dem Weg zurück sind wir in diese Schlucht gestolpert. So, Zusammenfassung. Größtenteils. Ja. So, hier haben wir jetzt noch was ist das? Sandstone, achso. Ja gut, da unten ist er dann wahrscheinlich zu sehr verdichtet, dass er so. Mann, hier ist nichts mehr, ne? So, die Ader müsste erschöpft sein. Ging es aber auch nicht hin, irgendwie Erde drunter zu packen, ne? Gut, das war das Ende der Höhle, ne? Viel mehr kann man da jetzt nicht machen. Ich glaube, die Sounds kommen von oberhalb. So genau weiß ich es jetzt nicht. Wir könnten hier nochmal versuchen, reinzubuddeln. Aha! Hallo.
Da bist du. Hab dich die ganze Zeit gesucht, Mensch. Na, kommst du hier hoch? Ne, nicht runterkommen. Bing, bing. Die haben wir geplättet, würde ich sagen. Da kommt noch der XP zu uns hergekullert. Ja. So, das müsste klappen. Ich bin ein Schisser, ein Schisser. Kohle, Wolle. Aha, da höre ich da schon wieder ein Spinnengetier. Da ist es. So, nur nicht runterfallen. Ja, sonst sind wir platt. So, was ist denn das hier unten? Limestone? Das sieht ganz anders aus. Als wie bei Tageslicht. So, jetzt muss ich aber ein bisschen darauf achten, dass wir hier weiterhin aufnehmen. Also ich habe jetzt ein paar, ne, Folgen wieder gelöscht. Ja. Na gut, ja, machen wir doch mal das, was wir am besten können. Eisen abbauen. Puh, zum Glück ist das hier Sandstein. Und uns fällt das Ganze nicht um den Kopf. So, so, so. Boah. Hammer viel. Also ich glaube, bald brauchen wir keine Kohle mehr sammeln. Das ist mittlerweile so viel. Was wir hier kriegen. So. Ich sollte aufhören, so zu sagen. Es ist so viel so in diesen Folgen. Naja, eigentlich ist es ja egal, ob wir jetzt Kohle quasi farmen oder ob wir jetzt irgendwelche Bäume auseinanderkloppen und die verbrennen, das ist macht nicht wirklich einen Unterschied, ne? So, Spinnen. Tut mir leid, aber wir haben noch einen anderen Plan. Oh, guck mal an. Das ist ja niedlich. Au! Was? Au! Fick dich! Geh da rein, du blödes. Ich habe überhaupt keine Rüstung. Verpiss dich. So, unser erster Feigt. Wir haben es überlebt. Spider-Eye. Jetzt haben wir auf jeden Fall Bones. Das ist ja cool. Dann können wir ja mal ausprobieren, was das für ein komisches Steingedingse ist. So, ich esse nochmal weiter. Und ich wollte ein paar Sachen in den Rucksack packen. Also, das Fleisch können wir uns gleich nochmal einverleiben. Was ist das denn? Winter Squash. Ach so, ja, wir haben ja diese. Natürlich. Okay, das kommt hoch. Das Sand haben wir, glaube ich, zu Genüge. 64er Stacks, zack, zack, zack. Soapstone, Basalt kommt hoch. Eisen. Gravel. Ja. Naja.
Arrows brauchen wir nicht. Zack, Kohle ist überflüssig, ja. Ich höre doch schon wieder irgendwelche Skelette. Irgendwas wandert hier rum. Wir sollten auch mal alles mitnehmen, wenn wir schon. Na, wenn wir schon hier langkommen, sollten wir zumindest das Eisen mitnehmen, was wir finden. Nein. Backe. Hopp, da ist auch noch Eisen, da auch noch. Wow. Okay. Haben wir noch eine Pickhacke. Ist ja ein Traum. So, das ist ausgeschöpft. Ja, da haben wir jetzt so ein riesen Ding reingekloppt hier, ne? Da oben scheint noch irgendwas zu sein, aber egal, wir können uns ja nicht um alles kümmern, ne? So, worauf wir auch aufpassen müssen, ist, dass da hinten keiner kommt. Ja, ist jetzt echt doof gelaufen. Tut mir ja wirklich leid. Festplatte ist voll gelaufen, hat er nicht mehr gespeichert, hat er nicht mehr aufgenommen. Und, tja, das ist echt doof. Aber sowas passiert nun mal, nicht? Gerade in den Anfangsphasen ist man ja noch ungeübt in solchen Dingen. Womit ich mich jetzt keineswegs ausreden möchte. Naja, ein bisschen schon. So. Und hier haben wir noch was. Zack. Mandel. Ich glaub's ja nicht. Wie viel ist denn hier noch? Noch und nöcher. Buddeln wir hier Löcher. Ich habe auch wieder einen Clown gefrühstückt. So. Weiter geht's. Wir wollen da hinten ja nochmal ein bisschen was unsicher machen. Ne? Und nicht immer nur hier. Dankeschön. Den nehmen wir auch noch mit. So. Jetzt gehen wir sie töten. Schnauze, Spinne. Ach du Scheiße. Okay, hier ist zu Ende. Das ist gut. Das ist wirklich gut. So, komm her, kleines Spinnentier. Ciao. Ich höre, glaube ich, Lava.
Aber nur einen rein. Wir müssen hier raus. Wir müssen hier raus. Das nimmt kein Ende. Okay, die können wir wieder mitnehmen. Hier machen wir zu. Das soll uns nicht interessieren, Alter. So. Ganz viele Fledermäuse sind hier. Oh, und so viel Eisen. Ein Creeper. Ah! Oh Gott. Ich habe schon irgendwie gewusst, dass die explodieren. Nicht mehr sicher, ob das jetzt einer von denen war. Sehr schön, okay. Jetzt arbeiten wir uns einfach von hinten nach vorne und dann sind wir durch. Hallo. Hey, ich möchte einen Schnappschuss von dir machen. Okay. Ja. Ich versau das Stück. Immer diese. Ja, ich meine, was denkt ihr denn jetzt? Also, ne? Ich habe ein ganz schönes Foto von einem Tausendfüßler gemacht. So. Zack. Die bleibt da. Hier machen wir wieder dazu. Zack. Rauskommt, tut da keiner mehr. Und genau. Was ist das denn? Ich weiß nicht. Okay. Ja. Hallo. Du kleiner. Seltene Tierarten fotografieren. So. Und weiter geht's. Die drei. Ne, die vier wollen wir ausrüsten. Hier haben wir noch ganz viel Eisen: Limestone, Eisen, Erz. Ah, da. So, oh, was wir uns alles von machen können. Und wir haben es endlich geschafft, ne? Endlich haben wir es geschafft, loszukommen. Ach, nö. Ja. Leimst du uns aus wie Sand? Nein. Au! Ah, so viel dazu. Also, man kann auch getötet werden von zu viel Sanddingsbums. Hier, ach die. Moment, da war noch was. Nein, war es nicht. War nur eine optische. Da oben ist aber Dingens, ne? Hier waren wir schon. Gut, und hier waren wir noch nicht. Hört sich an, als hätte sich da irgendwer festgebackt. Jetzt hat's aufgehört. Wenn etwas aufhört, heißt es nicht unbedingt, dass es weg ist. Das heißt dann meistens, dass es unter einem ist.
So, hier haben wir noch ein bisschen Eisen. Da auch. Oh, das nimmt ja gar kein Ende. Und ich höre Lava. Ich höre Lava. So, gut, hier sind wir durch. Ist das hier drunter? Wollen wir mal gucken? Einfach so, just for fun. Oder ist das Wasser? Das kann auch Wasser sein. Nee, das ist Lava. Ich versuche gerade mal zu hören, von welcher Richtung das kommt. Ja, ich glaube ja nicht, aber... Jetzt haben wir gar keine mehr. Okay, jetzt müssen wir uns mal wieder eine craften. Ich denke aber, wir haben keine Stickies mehr, richtig? Naja. Das ist jetzt auch nicht so schlimm. Wir haben ja Oakwood mit. So, das kommt jetzt alles mal rüber hier, was wir nicht mehr brauchen. Und, warte mal, Dirt. Noch hier mit drauf. So, das kann rüber. Flint kann rüber. Fackeln habe ich noch genug. Sand habe ich auch genug. Limestone. Bone Shards. So. Zack. Zack. 64. Zack. Es. Ich verstehe das immer nicht. Warum? Zack, die Hälfte dahin, die Hälfte dahin und ganz viele Stickies kriegen wir raus. Das ist doch ein Traum. So. Dann machen wir zack, zack, zack. Ah, wir sind so schlau. Wir haben natürlich jetzt auch die ganzen Cobblestones weggepackt. Gravel. Gravel. Ja, hier nehmen wir Gneis, oder? Basalt. Ach, nehmen wir Soapstone. Soapstone ist eh hässlich. Naja, eigentlich finde ich es gar nicht so hässlich, aber... Egal, über Geschmack lässt sich ja streiten, bekanntlich. So, eins, zwei, drei. Sehr schön, okay. Hier in der Höhle vergisst man mal wieder die Zeit. Ich schau mal gerade, wie spät es ist. Aha, okay, ja. Wir haben ja noch ein paar Minütchen, ne? Ich wette, wenn ich das nächste Mal auf Uhr gucke, dann ist es schon wieder irgendwie. Wo ist denn dieses komische Vieh?
Na gut, wir mussten eh hier unten weitermachen. So. Ja, ich weiß auch nicht. Vielleicht war das dieser kleine Tausendfüßler. Füßler. Gut, hier hatten wir zugemacht. Von da oben sind wir gekommen, ne? Genau. Ja, jetzt geht's los, ne? Wir wollen wieder zurück. Also müssen wir jetzt mal ein bisschen gucken. Hier hoch. Genau. Ich hoffe, ihr könnt mir helfen, wenn ich mich verlaufe. Wahrscheinlich nicht, aber. Kannst ja versuchen. So, genau, da drüben ist noch was. Und ich würde gerne hier nochmal. Zack, hier rüber. Und hier das nochmal abbauen. Ist eine schöne Höhle, ja, aber. Also, naja, schön finde ich jetzt nicht unbedingt, weil. Ja, das ist vielleicht nicht so schlau, wenn ich jetzt hier so. Ich weiß nicht, woher kommt dieser Sound? Jetzt sind wir schon wieder da, ne? Die Frage ist, geht's jetzt nach unten? Nee, oder wir buddeln einfach mal. Wir haben ja Zeit, wir haben ja Geld und nee, was heißt Geld? Geld haben wir ja alle nicht. Aha. Wir kommen der Sache schon näher. Noch näher. Es wird immer lauter. Da haben wir es doch. Doch gewusst, ich habe hier irgendwas gehört. So. Süß, ne? So eine kleine. Eisen. Wir sind so verrückt nach Eisen. Wir gehen dafür über Lava. Ich find's cool. Nein! Tja, da muss wohl jetzt der Gravel dran glauben. Aber hey, hab ich auch kein Problem mit. So. Marble. Marble.
So, hier haben wir auch noch was. Und da auch noch. Und hier auch noch. Und da geht's auch weiter. Und da geht's wieder hoch. Und hier haben wir noch Kohle. Kohle kann man auch gebrauchen. Nehmen wir auch gleich mit. Zack. 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 Na, den machen wir noch weg. In der Hoffnung, dass wir nicht gleich in einem Lava-Fass enden. Ach du meine Fresse. Okay, probieren wir's. Ah, nicht so schnell. Ah! So. Nice Cobblestone. Wir können uns ja auch irgendwann mal so ein Lava-Tempel oder einen Keller oder sowas kredenzen, ne? Ich habe gehört, dass man mit Eimer quasi die Lava mitnehmen kann. Müssen wir eine spezielle Eimer sein. Na gut. So. Jetzt jumpen wir hier nochmal hoch, damit wir alles mitkriegen. Ne? Den nehmen wir auch noch mit und das reicht jetzt. Oh, ab nach Hause, komm. Was war denn das? Das Marble? Das ist richtiger Marble, ne? Wo ist denn das jetzt? Ach, da. Marble Cobblestone. Ja, gut. So, jetzt das Limestone. Das brauchen wir nicht. So, ab die Dödel. Ich will hier raus. Jetzt kriege ich noch eine Krise. Eine mittlere. So, die 1 fürs Schwertchen. Hier läuft schon wieder irgendein Vieh rum. Komischerweise. So, hier war nichts mehr. Hier ist vorbei. So, ja gut, aber ich würde jetzt... ich würde jetzt sagen, wir machen diesmal keinen Endscreen. Und in der nächsten Folge werden wir uns hier wieder rausschlagen aus dieser Höhle. Also, danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat's gefallen und Spaß gemacht mitzugucken und ja, ich werde jetzt mal die Folge beenden. Tschüss, bis die Tage. Ciao.